Am Vollstack ist sauer, dass wir es durchgeschafft haben. Gut, nächstes Szenario. Aitris Reise. In Aitris Dorf hinter den Bergen. Dein Bruder Brock ist unterwegs zur Schmiede unter den Bergen. Er will dort ein mächtiges metallenes Geschöpf schmieden, als Geschenk für den Gott Freier. Was? Den goldenen Eber? Wir planen schon seit Jahren, ihn zu schmieden. Wie kann er es wagen, ohne mich anzufangen? Sicherlich wird er deinen Anteil nicht unerwähnt lassen, wenn er ihn Freier übergibt. Und ist er nicht ohnehin der Ältere? Es ist nur recht, dass er für eure Familie spricht. Nein, am besten du bleibst hier und verteidigst das Dorf gegen die Plünderer. Hier bleiben und Brock den ganzen Ruhm überlassen? Nein, auf keinen Fall. Ohne mich ist er nichts. Er sucht Rohstoffe und baut einen Hafen. Wir müssen das Wasser überqueren, um zu den Minen zu gelangen. Mhm. Also ja, das hier ist jetzt eine wirklich richtige Nautilus-Mission, würde ich fast schon sagen. So investiere ich mal alles in Zwerge. Eine Reliquie für unseren Tempel. Hier ist ein bisschen wild, was wir jagen können. Und wir sind auch bereits im heroischen Zeitalter und können nicht weiter voranschreiten. Ja, Sichtweite aller Einheiten durch das Auge, was wir jetzt gerade gesammelt haben. So, ihr holt es erstmal hier ordentlich ab. Und so viel Nahrung brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir uns hauptsächlich auf... Boote konzentrieren müssen in dieser Mission. Wir können nämlich, wie man sehen kann, keine Kaserne und keine Bergfestung bauen. Die schicke ich hier drüben hin. Sammeln Sie Rohstoffe und bauen Sie einen Hafen. Passen Sie auf die Ragnarök-Helden Ihres Dorfes auf. Sie sind die einzigen, die Gebäude errichten können und Sie können keine weiteren ausbilden. Jo. Das heißt, ich errichte jetzt hier im Schutze dieser beider Wachtürme einen Hafen. Ich könnte auch hier hinten noch einen errichten, um die Fische hier abzugreifen nachher. In der Mission geht es hauptsächlich darum, Boote zu bauen. Und ja, hier die Boote ein bisschen abzugraden. Und wir sollten gucken, dass wir uns von Rolfs Räubern und Bianas Banditen hier fernhalten. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir hier oben zur Mine kommen. Zur Fenrisbrut. Eigentlich, so wie man sieht, bräuchten wir keine Nahrung. Ist natürlich leider ein bisschen gelogen. Wir brauchen nämlich ein bisschen Nahrung für... Du kannst ruhig hier bleiben. Wir brauchen ein bisschen Nahrung für Waffen-Upgrades. Weil jedes Schiff müsste davon profitieren, von Waffen-Upgrades. Ich baue mal, schon mal vorsichtshalber, ein Geschützschiff. Und natürlich brauchen wir auch Nahrung für die beiden Upgrades, sollten wir welche haben. So, jetzt aber erst einmal genügend. Die Forschung brauchen wir nicht. Die Forschung könnten wir gut gebrauchen. Damit unsere Schiffe stärker werden gegen andere Schiffe, also unsere Drachenboote. Das sind ja Geschützschiffe. Und ja, Weiterentwicklungen. Genau, die profitieren von diesen Weiterentwicklungen hier. Also auch von den Schilden.
So, jetzt brauchen wir aber erstmal auch genug Zwerge, die die Nahrung heranschaffen. Ja. Und solange werde ich mich einigermaßen defensiv verhalten. Ich werde nur mal kurz hier rüber gucken. Da wäre nämlich noch eine Reliquie. Kleines Goldrinnsal durch den Ring der Nibelung. Auf jeden Fall. Häuser haben wir wie viele? Vier. Also werde ich hier noch ein paar errichten. Weil wie gesagt, wir können in dieser Mission nur auf die Marine gehen. So, ich schick mal Brocklos, dass er hier oben die Reliquie einsackt. Und nebenbei, Brock. Aitri, das ist ja Aitri. Nebenbei Aitri. Brock hat ja gemeint, da am Anfang der letzten Mission, Aitri wäre nur ein Kind. Dabei ist Aitri 99 Jahre alt. So, hol dir die Reliquie, die beiden Walrosse, hier kannst du ruhig ignorieren. Ich verbessere mal die Geschützschiffe. Obwohl, nee, halt. Alles sollte jetzt lieber in die beiden Verbesserungen hier reinfließen. Und später, wenn wir die Herde hier geplündert haben und hoffentlich dann nicht mehr keine Nahrung mehr brauchen oder nicht mehr so viel, dann was muss ich eigentlich machen? Aitri und 6 Zwerge zum Mineneingang bringen. Ja, das dürfte auch kein Problem sein. Die Ragnarok-Helden sollten wir dann aber auch zum Mineneingang bringen. Da sollten wir unsere Transportschiffe auf jeden Fall etwas verbessern, dass die mehr transportieren können. Ja, passt genau alles in ein Transportschiff dann, wenn wir es, wenn wir die Ladekapazität aufs Doppelte erhöhen. So, jetzt können wir die beiden Forschungen machen. Wir können theoretisch das Netz hier erforschen und wenigstens die beiden Fische hier abgreifen. Ja, klingt nicht schlecht. So. Da wäre noch eine Goldmine dann. Weil die paar Karibus werden auch nicht ewig reichen. So, bessere Rüstung, bessere Waffen in der Schmiede erforschen. Jetzt können wir die Drachenboote mal verbessern. Wir werden auch Hammerschiffe brauchen. Da der Feind hier alles Mögliche produzieren wird. Das sind übrigens Odin. Also die in Odin, die Banditen, lustigerweise. Und ich bin es eigentlich gewöhnt, dass hier der Sichtbereich irgendwann nachlässt. Und ja, da kommt schon ein Zerstörerschiff. Also baue ich sicherheitshalber gleich mal ein Hammerschiff. Und vielleicht sollten wir auch ein, zwei Kraken uns genehmigen. Man kann nämlich nie wissen. Wow, ja genau deswegen ein Hammerschiff. Weil wir werden hier jetzt gleich belagert. Und zwar ziemlich böse. Genau, da ist schon mein Schlachtschiff gesunken. Das dürfte nichts werden. Jau.
Und da kommen Hammerschiffe. Könnt ihr euch mal gegenseitig bekämpfen, bitte? Das wäre sehr nett. Genau, da kommt gleich nämlich eine ganze Armee von Gegnern. Ja, repariert hier mal. So, und das war die Nahrungsversorgung. Also schicke ich mal noch mehr zum Holzfällen und euch zum Gold sammeln und euch dahin. So. Und hier auch gleich die Zwergengoldmine, dass ihr die auch plündern könnt. Gut. Göttlicher Zauber Zwergenmine beschworen. So, jetzt sind wir im Augenblick ein bisschen sicher. Ich hätte erstmal gern Feuerpfeile, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja, danke. Und dann auf jeden Fall... Eigentlich bräuchte ich die Durchschlagsangriffspanzerung hier, dass meine Schiffe gegen Pfeilangriffe stärker werden. Und auch gegen die Hackangriffe. Dazu wird aber erstmal mehr Gold benötigt. Ich könnte Brock noch zum Eitri, zum Goldsammeln schicken. So, das verbessern. Dann brauchen wir mehr Holz. Also ich konzentriere mich jetzt hauptsächlich auf Verbesserungen. Bevor ich mich auf die Marine konzentriere. Und ja, theoretisch könnte ich hier hinten noch einen Hafen errichten. Und dort auch noch ein bisschen Nahrung abstauben. Zwei Häuser könnte ich noch errichten, ja. Und dann geht halt alles hier in die Marine rein. Lange Schlange. Angriffsstärke und Resistenz von Drachenboden gegenüber Belagerungsschiffen. Das ist sehr nützlich. Aber wirklich sehr nützlich. So, noch drei von der Sorte. Ja. Dich errichte ich gleich am Wasser, dann kannst du nämlich meine Schiffe heilen, auch wenn es irgendwie unrealistisch ist. Nein, das nicht. Kein Transportschiff. Dafür aber einen Wachturm direkt am Hafen. Der beschützt nämlich dann den Hafen ein bisschen. Und hier sollte ich eigentlich auch welche direkt am Hafen errichten. So, und erstmal die Reichweite von Gebäude, die Sichtweite von Gebäuden erhöhen. Waffen noch verbessern. Dann haben wir alles auf Bronze, dann können wir uns jetzt dann auf die... Auf die Ausbildung, auf das Ausheben einer Marine. So ist es richtig. Konzentrieren. So, einen Kraken können wir. Und ja, ich kann die Krakenverbesserung leider nicht. Dafür kann ich den Kraken hier einfach versenken. Den Kahn mit dem Kraken. So, ihr beide braucht dringend mal eine Heilung. Und ja, dann kann ich jetzt anfangen, einfach mal wild durch den Raum. Schiffe auszubilden. Und
Ihr macht mir noch hier zwei Häuser. Nahrung würde weiter reinkommen. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass meine Türme gegen Kavallerie zählt leider nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass meine Türme auch von den Feuerfallen profitieren würden. So, noch ein Drachenboot. Dann sollten wir noch ein paar von den Drakaren ausbilden. Und ja, Pentekotter sind ja die von den Griechen. So. Die Fischkutter sind wieder einsatzbereit. Jo.